Mehr als 34 Milliarden Tonnen Kohlendioxid haben wir 2012 in die Atmosphäre geblasen. Allen Warnungen zum Trotz, mehr als je zuvor. Der Klimawandel geht weiter. Was passiert, wenn wir so weitermachen? Pessimisten erwarten, dass die Temperatur bis zum Ende des Jahrhunderts global um bis zu 6 Grad Celsius ansteigt. Die Folgen wären: Gletscher und Polarkappen schmelzen, der Meeresspiegel steigt an. Ganze Inselgruppen und Landstriche werden dauerhaft geflutet. Aber nicht nur ländliche Gegenden sind davon bedroht. Auch Städte wie London, Tokio oder New York könnten unter Wasser stehen. Doch wegen der Erderwärmung verdunstet auch mehr Wasser. Starkregen und Unwetter sind die Folge. In vielen Gegenden könnten die Flüsse regelmäßig über die Ufer treten. In anderen, ohnehin schon trockenen Gegenden aber, würde es durch weiter steigende Temperaturen noch trockener. Die Folge: Dürren und Wüsten wie die Sahelzone breiten sich aus. Überflutete oder verwüstete Landschaften, viele Menschen müssten ihre Heimat verlassen. Sie wären Klimaflüchtlinge, denn Nahrung und Trinkwasser werden knapp. Zahlreiche Tier- und Pflanzenarten wären vom Aussterben bedroht, weil sie sich an die veränderten Bedingungen nicht anpassen können. Deshalb fordert der Weltklimarat, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, damit die Folgen beherrschbar bleiben.